Ja, hallo, hier ist Eva. Mara hat gestern ein interessantes Lied gesungen. Es ging in etwa so: Mama, du bist ja so weise, so weise. Und Mama, manchmal bist du auch ganz schön dumm. Mama, du bist ja so weise, so weise. Und Mama, manchmal bist du auch ganz schön dumm. So ging das immer hin und her und ich konnte mal so beobachten, wie ich so eher von meinem Ego her drauf reagiere, was sich natürlich geschmeichelt fühlt bei den ersten Zeilen in etwa wie: So ist's recht, meine Tochter. Deine Mutter zu lobpreisen mit den ihr gebührenden Worten. Und beim zweiten Teil sich echauffiert und wie kannst du nur und hör sofort auf und wie wagst du es, als Tochter deiner Mutter so etwas zu sagen? Und darunter, wenn ich zum Herzen fühle, das Herz ist bei beiden Aussagen gleichmäßig unbeteiligt. Das Herz bleibt bei beiden Aussagen relativ neutral, öffnet sich weder beim ersten, wo ich als weise tituliert werde, noch beim zweiten, wo ich als dumm tituliert werde. Weil das Herz weiß, beides sind Bewertungen, sind Aufkleber anderer Personen auf meine Stirn, die mit mir selbst nichts zu tun haben. Oder aber beides hat mit mir gleichermaßen zu tun, aber ist keine Aussage darüber, wer ich bin letzten Endes. Und das ist so wichtig, dass wenn wir gelobt werden oder auch wenn wir kritisiert werden, dass wir dann vielleicht Anhaltspunkte rausnehmen. Okay, was ist mir dienlich, wenn es um solche Dinge wie Erfolg geht, wenn es um Dinge geht wie Ziele zu erreichen, rein praktischer Art. Jedoch das nicht zu mischen mit dem, was ist mein Wesen und wo will ich aus der Tiefe meines Herzens hin und wo kenne nur ich den Weg. Und muss durch diese Wellen durch, dass mir mal Lob und mal Kritik entgegenschlägt. Dass manche Leute sagen, oh, schaut sie an, wie toll. Und andere wieder sagen, oh Gott, wie kann man nur, das ist ja peinlich oder was auch immer. In dem Moment, wo du mit deinem Herzen verbunden bist und dem daraus entspringenden Willen an Kreativität, an nach vorne gehen, an Entfaltung, wirst du merken, dass diese Ebene von Anerkennung, nach der du lächst, wenn du dich mit dir selbst nicht verbunden fühlst, vollkommen bedeutungslos ist. Mit diesen Bewertungen hole ich mir Sicherheit, mit diesen Bewertungen hole ich mir Orientierung, genauso wie ich mir diese Sicherheit und diese Orientierung hole, indem ich mich bewerten lasse. Doch sind das alles die Dinge, die trennen, die uns voneinander trennen. Und es ist eine gewisse Angst, diese Bewertungen loszulassen. Wir fühlen uns erstmal schwindlig, wir fühlen uns eben ohne Orientierung. Doch dahinter ist dieser Zustand der Verbundenheit, des Eintauchens in dieses nackte und schillernde, das was ist.